Alles deutet darauf hin, dass das Angebot auf dem Markt viel zu gering ist. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach Öl größer ist als die Produktionsmengen, Luana Siegfried, Raymond James. Heute haben sich die Ölpreise als stabil erwiesen und das trotz anstehender Weihnachtsfeiertage und der Jahreswende. Wie viel wird man für ein Barrel Öl im nächsten Jahr bezahlen müssen? Wir rechnen mit steigenden Ölpreisen und zwar aufgrund der Fundamentaldaten. Der durchschnittliche Preis für die Sorte Brent und die Sorte WTI wird im nächsten Jahr bei rund 80 Dollar liegen. Der Preis an sich ist sehr wichtig. Noch wichtiger ist aber die Richtung, in die sich dieser Preis bewegt. Alles zeugt von steigenden Ölpreisen im nächsten Jahr. Welche Risiken kommen auf den Ölmarkt im nächsten Jahr zu? Risiken gibt es immer. Das Risiko einer aufkommenden Krise, so wie in Venezuela oder in Nigerien, ist immer aktuell. Niemand weiß, was auf uns zukommt. Der steigende Wert des US-Dollars könnte die globale Nachfrage nach Öl hemmen. Saudi-Arabien nimmt hier eine ganz wichtige Rolle ein. Die OPEC wird das geplante Programm zur Produktionsreduktion erst dann realisieren können, wenn Saudi-Arabien die Produktionsmengen tatsächlich bändigen wird. Was für Saudi-Arabien aufgrund der Produktion von Schiefergas ziemlich schwer fallen könnte. Welche Faktoren könnten die Tendenz des Ölmarktes im nächsten Jahr beeinflussen? Diese Faktoren sind heute bereits aktuell. Alles deutet darauf hin, dass das Angebot auf dem Markt viel zu gering ist. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach Öl größer ist als die Produktionsmengen. Die globalen Ölvorräte werden sich im nächsten Jahr kardinal verringern, was die Preise wiederum bis auf zyklische Höchstwerte antreiben wird. Während der ersten Jahreshälfte werden die OPEC und Russland ihre Produktionsmengen kürzen, was die Vorratsmengen wiederum stark beeinflussen wird. Die Reserven werden im nächsten Jahr angezapft, auch dann, falls sich die Seiten in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr einigen sollten. Die Nachfrage wird steigen, während die Liefermengen nur schrittweise steigen werden. Der Versuch der OPEC, die Ölproduktionsmengen einzufrieren, hat leider fehlgeschlagen, teilweise aufgrund der Uneinigkeiten zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Wie wird die OPEC im nächsten Jahr vorgehen? Alles hängt davon ab, inwiefern die OPEC-Länder ihre Pläne tatsächlich realisieren werden. Die OPEC ist ja bekannt für ihre nicht umgesetzten Ziele. Alles hängt wirklich davon ab, wie diszipliniert die Länder den Forderungen nachkommen werden. Es wird ein Ausschuss entstehen, der die Tätigkeit der Länder kontrollieren wird, in dem Algerien, Kuwait, Venezuela und zwei Nicht-OPEC-Länder einen Sitz haben werden. Welche Länder es genau sein werden, ist heute noch nicht bekannt. Which members are complying, which members are not. So they will try to keep track in real time this time. Luana, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.